In Myanmar haben Sicherheitskräfte kurz vor Vermittlungsversuchen von Außenministern aus Anrainerländern das Feuer auf Demonstranten eröffnet. In der Metropole Yangon versammelten sich am Dienstag hunderte Gegner der Militärregierung hinter Barrikaden an verschiedenen Stellen der Stadt. Wenn wir unterdrückt werden, wird es eine Explosion geben. Wenn wir geschlagen werden, schlagen wir zurück, skandierten die Demonstranten, viele mit Helmen und selbstgebastelten Schilden ausgerüstet. Die Polizei feuerte Blendgranaten auf die Kundgebungsteilnehmer ab. Zunächst gab es keine Hinweise auf Verletzte in Yangon. In Kale im Nordwesten des Landes wurden nach Augenzeugenberichten allerdings 4 Menschen verletzt, als Sicherheitskräfte mit scharfer Munition in die Menschenmenge schossen. In einer Videokonferenz wollten die Außenminister der ASEAN-Gruppe Singapur, Philippinen, Indonesien, Thailand, Laos, Kambodscha, Malaysia, Brunei, Vietnam und Myanmar den Generälen verdeutlichen, dass sie schockiert über die Gewalt seien, erklärte der Außenminister von Singapur, Vivian Balakrishnan. Mit Blick auf die entmachtete de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi und die Junta in Myanmar erklärte er, sie müssen miteinander reden und wir müssen helfen, sie zusammenzubringen. Einen Monat nach dem Militärputsch in Myanmar ist die festgesetzte Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi offenbar bei guter Gesundheit. So habe sie zumindest am Montag gewirkt, als sie bei einer Videogerichtsanhörung erschienen sei, sagte einer ihrer Anwälte. Die 75-Jährige war nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, seit das Militär sie am 1. Februar als Regierungschefin des südostasiatischen Landes abgesetzt hatte.